Hallo zu einer neuen Folge. Es geht weiter. Lorenzo, verdammt! Jemand muss einen Weg hineinfinden. Ihr habt ihn gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter! Wir fangen wieder bei dem Checkpoint an. Mal sehen, ob wir uns heute... Was tun die mit der Leiter? Nicht so nubig. Lorenzo anstellen. Kommt nicht raus. Warum dauert das so lange? Wenn ihr nicht so laut wäret, hättet ihr uns nicht kommen hören. Merda, du schreist doch rum hier. Ihr alle, kümmert euch um euren Kram und haltet Wache. Lol. Erstmal müssen wir wieder den Hebel hebeln. Ha. Das kann doch nicht. Boah, regt mich ja schon wieder auf. Kannst du mir mal erzählen, was du gerade tust? Ne. Ach komm, versuchen wir das mal. So. Das hat nämlich auch nicht funktioniert, Ezio. Wieso machst du das nicht wie in der letzten Folge? Das hat doch super funktioniert. So. Und hoch. Stellen wir uns mal in die Mitte. Endlich. So. Rüber. Hebel aktivieren. Es ist offen. Habt ihr das gehört? Das kam aus dem Schlafzimmer. Wer immer das geöffnet hat, muss da noch ist ein drin sein. Eindringling im Schlafzimmer. Geht! Tötet ihn! Sisi, Capitano. Nö. Was? Oh nein. Ho, 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 ho. Schneller! Ich sehe nicht mehr! Los! Wo? Scheiße! Da! Auf ihn! Ach Quatsch! Hast mich nicht gesehen! Das... Scheiß schon wieder los! Da ist er! Lass mich in Ruhe! Das ist... Ezio! Ich weiß nicht, mit Stein? Ich hab keinen Wurfmesser mehr. Ich hab keine Medizin mehr! Ja, perfekt. Können wir jetzt darüber? Ich muss bitte. Das geht nicht. Mach die Straße frei, Bürger! Aua! 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 Geh auf den Sack jetzt! Toll, jetzt bin ich hier in dem. Hey, was soll das denn? Der Winkel kann er nicht abdecken. Ich bin. Na. Ich kann die doch gar nicht töten! Hier den fucking Dolch, ey. Vielleicht mal ein Schwert nehmen. Erinnert ihr euch an den aus Pisa? Wir werden uns nicht alle besiegen. Wir machen ihn Irgendwie hat es nicht funktioniert, wie ich es vorhatte. Erinnert ihr euch an den aus Pisa?
Komm schon, bringen wir es schnell zu Ende. Dankeschön. Wie hat denn das jetzt funktioniert? Ich kann die nämlich nicht bekämpfen. Endlich. Nein. Ich meine, das ist auf Assassinenart. Zurück! Senkt euer Schwert. Ich bin's. Ezio Auditore. Wieder habt ihr mich gerettet. Zuerst kommen sie in meine Kirche, nun in mein Heim. Ich werde sie jagen. Sie werden euch nicht mehr belästigen. Seht euch um. Das ist eine meiner Schatzkammern. Ihr dürft euch davon nehmen, was ihr wollt, als Dank für eure Hilfe. Ich denke, dass mein Heim nun... Ja, Signore. Habt Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen. Aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Yippie! Boah, wir haben es geschafft. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Viel Glück. Ups. Oh, endlich. Ich habe gedacht, ich muss schon wieder sterben. Das Erste, was wir tun müssen, ist Medizin kaufen. Mein Gott, ey. Na gut, manchmal klappt es erst beim zweiten Anlauf. So. Haben wir da so Feines? Yay! Wir haben das Templergrab geschafft. Super. Ich habe schon gedacht, dass ich jetzt daran verzweifeln werde. An diesen. Oh. Nee. Das hat mich gerade ein bisschen fertig gemacht, dass ich schon wieder gegen die kämpfen musste. Geschafft. Wo ist ein Arzt? Ich brauche einen Arzt. Buona giornata. Was ist das hier? Eine Truhe müsste ich auch mal entleeren. Die Rüstung ist jetzt auch dezent im Arsch. Oh nee, komm, oh, nur noch zwei davon, ich glaub's ja nicht. Wir müssen hier durch. Sorry, hier müssen wir hin. Wo ist denn hier der Arzt? Hier rum. Oh, noch so ein Flintenspieler. Geh weg! Frisch gefangene Igel! Wer braucht... Erstmal heilen lassen. Das kaufen. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Jo. So. Warum tut ihr das? Geht doch mal weg. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Sollen wir noch unsere Rüstung reparieren? Alles? Alles wieder schön. Rüstung, können wir irgendwas kaufen? Hast nicht genug Geld? Haben wir
können wir diesen halt holen. Kommt bald wieder. Macht aber nix. Hier? Nee. Hier. Wissen Sie, was war das hier? Hier. Was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Sag doch. Beutel, Kleider, Beutel? Oh! Boah. Hab Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr. Größeren Medizinbeutel. Jawohl. Muss ich jetzt noch was tun? Da kann ich ja jetzt mehr kaufen, ne? Da hab ich dann mehr Medizin. Oh, guck dir's an! Ich tat, was ich konnte. Nice. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Nö, ich finde meinen Beruf toll. So, guck mal auf der Karte, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Wir sind hier. Nein. Oh, hier ist so eine Codex-Seite. Carne fresca! Sempre fresca! Verabscheuungswürdiger! Irgendwie. Ach ne, hier ist ein Ausgang. Guck. Da klauen wir uns jetzt so eine Codex-Seite. Ja, ich weiß, dass die Truhe voll ist. Was ist denn? Seid nicht schüchtern, tretet näher. Ach, da. Du bist erledigt, Mist. Santa Justa reitet auf la Seite. Lalalala. So. Codex-Seite. Amts. Oh, oh, da ist so ein Dicker. Da ist so ein Dicker. Den mag ich nicht. Komm, Freunde. Hier hat der Kunde immer recht. Zum Teufel. Warum? 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 Warum ist die Banane krumm? So. Was könnte man dann als nächstes machen? Was haben wir hier alles so? Ja, Steckbriefe, bla bla bla. Auftragsattentat. Ihr könnt mal entscheiden, was wir beim nächsten Mal machen. Okay? Es würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren sagt. Wir haben hier Auftragsattentat. Ein Assassinengrab. Bei Lorenzo müsst man vorbeischauen. Lorenzo. Bei Leonardo. Hier haben wir auch noch ein Auftragsattentat. Oder mit der Hauptquest weitermachen. Da müsste ich woanders hin. Da müssten wir nach Monteriggioni reisen. Joa. Wäre schön, wenn ihr das mal sagt. Auftragsattentat. Oder Attentate, weil ich mal also nicht nur eins wäre, ja sonst Blödsinn. Ein Assassinengrab oder Hauptquest. Würde mich freuen, wenn ihr da was sagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.